Und so wurde es mir in meinen Träumen, meinen Visionen gezeigt. Es ist vorherbestimmt. Wir müssen die Macht der Götter brechen, wollen wir die Dämonen vernichten. Sie sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Warum sonst sollte das Chaos der Niederhölle die gleiche Form annehmen und pervertieren wie die Herren Alvarans? Alles in der Welt haben sie erschaffen. Ihr Leib und sein Wollen sind der Ursprung. Auch die Wesenheiten der Niederhöllen. Sie sollten Wacht halten am Rande der siebten Sphäre. Ein Bollwerk wieder das, was dahinter ist. Und sie taten ihren Dienst gut und unter großen Opfern. Doch als der Namenlose aufbegehrte, da rief er seine getreuen Diener der siebten Sphäre und sie folgten ihm. Doch dem Verräter gebührt Verrat. Und so nah am Rande waren ihre Sinne schon lange verworren. Das macht es ihnen leicht, und die Göttin Charybda schloss den Bund mit ihnen. Nur wenige der Dämonen stellten sich nicht gegen den Namenlosen. Doch als der Sieg nah war, da wandte sich Alvaran gegen Charybda. Die sie ob des Bundes mit dem Dämon fürchteten. Aus den Träumen des Abu Salyaf. So steht ihr im Sumpf in Kragawar, nahe des Talusim. Ihr betrachtet den Schwertmeister, der hier im Sumpf steht und nun Zulamin herausgefordert hat. Er gibt euch noch einige Augenblicke, um euch zu sammeln, einige Absprachen zu treffen. Und dann auf dem kleinen, leichten morschen Steg, mitten im mückenverseuchten Sumpf, den Kampf zu führen. Zulamin blickt den Herausforderer ruhig an. Wie sind eure Bedingungen? Aufs erste oder aufs zweite Blut? Gerüstet oder ungerüstet? Kämpft mit eurer Rüstung. Kämpft mit euren Waffen. Ich nehme mein Tutsackmesser. Ist er denn gerüstet? Rüstung 3, also das ist Leder. Okay, dann ist es soweit fair. Nicht, dass er jetzt hier irgendwie nur in ganz normaler Kleidung ist. Irian-Leder, wir sind schließlich im Sumpf. Was obliegt euch? Zweites oder erstes Blut? Nun, wenn ihr wollt, aufs zweite. Dann das zweite. Ja, die Dorfbewohner, so still wie sie sind, packen jetzt ihre Angeln ein und werden dann auch nicht mit ihren Augen auf euch starren, während ihr euch dann in der Mitte des Dorfplatzes in der Nähe vom Reis duelliert, sondern sie werden tatsächlich sich in ihre Häuser verziehen und euch dann dort relativ alleine lassen, nur mit den Stechmücken und einigen Krokodilen, die ihr erkennen könnt, die dann dort am Rande des Dorfes sitzen und warten. Beziehungsweise im Süden könnt ihr noch einige Hornechsen erkennen, die hier gerade mitten im Sumpf ja grasen oder irgendwelche Schilfblätter abzwurbeln. Riesige Tiere, die dort einfach am Rande stehen. Ja, und fressen. Ja, dann gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel zu besprechen. Rafim hat ja schon Zulamins Rucksack genommen und freut sich auf den Kampf. Dann neigt Zulamin den Kopf vor dem Herausforderer und meint noch, mögen Raja und Rahandra wohlwollend auf diesen Kampf herablächeln. Mögen sie. Ja, er geht in eine Schwerttänzerpose, also seine Beine sind für das Duell angemessen, weit auseinander und ein sicherer ja, Stand, den er trotz dessen, dass er hier auf Planken kämpft, sie weisen ihn als einen erfahrenen Kämpfer aus, der hier in diesen Sumpf gar nicht hineinpassend scheint. Und dann kannst du gerne deine Initiative würfeln. Du erkennst aber auf alle Fälle, dass du wohl schneller bist als er. Also er ist jetzt bei der 22. Die wirst du höchstwahrscheinlich überbieten. Tamayat ibn Itobal. Das ist die 28 bzw. 29 mit den Säbeln, die Zulamin natürlich zieht. Mhm. Das ist gerade so genug. Um was zu tun, ist es genug? Das wird er gleich sagen. Das ist nicht mein Job.
Gut. ja, du siehst, er möchte einmal angreifen, zweimal operieren und das wird er dann eben auch tun. Er tänzelt so ein bisschen um dich herum, dass ihr dann eben so einen schönen Kreis beschreitet. Jeder, ja, zumindest er schaut dann eben auch, wie du tanzt und tänzelst über diesen Steg. Und alleine durch diese Bewegung wird er schon abschätzen, was du für ein Gegner bist. Und der erste Schlag ist tatsächlich einfach nur ein Test, um zu gucken, was du denn zu bieten hast. Und so wird er dich mit einem einfachen Schlag, ich überlege gerade, er macht ein... Ich lasse ihm nicht den Fortschritt. Okay, gut. Dann darfst du anfangen. Ja, Zulamin taxiert ihn, schätzt ihn ein, sieht, mit welcher Waffe er kämpft beschließt, ihre überlegene Initiative auszunutzen, um ihn zurückzudrängen. Ich mache einen Ausfall gegen ihn. Okay. Und zwar, dank Zulamins Waffenmeister, kriege ich keine Viererschwernis zum Einleiten des Ausfalls. Ja. Ich sage aber eine Vierer-Finte gegen ihn an. Okay. Kann er das, wenn er das normal pariert, oder muss er irgendeine Mutprobe? Oh Gott, eine 20. Du schon wieder, ne? Ich hab's gesagt. Ich schippe das. Okay? Ja. Schipp das, meine Oh Mann. Oh, Zulami, du und deine Duelle, ne? Ich hab's gesagt. Ach, so aber sicher. Wow. Ja, darf ich normal parieren oder muss ich nur? Warte. Also, darf er nicht. Ich erklär's ihm gleich. Ja, darfst. Erklär mal. Und zwar. Zulamin verfügt über BHK-2. Ja. Das gibt im Ausfall keine dritte Aktion, aber es erschwert die Parade um 2. Okay, ich habe meine Parade von 22. Er ist defensiv verteilt und ich würde nochmal eine Meisterparade ansagen. 2, also nur noch auf die 18. Wie viel Platz hat der Dude hinter sich? Je nachdem, wie er tänzelt, kann er halt noch nach hinten gehen. Das sind dann nochmal 10 Schritte. 10 Schritt, okay. Ja, je nachdem, in welche Richtung Zulamin gehen möchte. Aber, ja, okay. Ich würde ihn Weil er muss einen Schritt nach hinten gehen. Ich würde ihn dann nämlich in eine ungünstige Richtung treiben. Ja. Nämlich zum Beispiel, dass er über diesen Pfosten stolpert, der jetzt gerade so auf einer Linie zwischen uns ist. Okay. Also, dass er vom Steg runter muss. Ja, so, okay, gut. Also, einen Meter muss er zurückgehen. Einen Meter muss er zurückgehen? Ja, er kann versuchen, stehen zu bleiben. Das ist eine Mutprobe erschwert um Jamel, du weißt das? Ja. Aber ja. Dann findest du dich allerdings selbst mit. Ja, nee, also, passt schon. Also wenn wir in dem. Sagen wir einfach, das war jetzt das erste und beim nächsten sage ich dir, was für Optionen du sonst noch hast. Okay, okay, machen wir so. Parade ist auf alle Fälle geglückt. Meisterparade 2 hatte ich angesagt, die ist auch drauf. Dann, ja, wenn ich darf, darf ich. Sonst sag Stopp. Sonst, nein, darfst du nicht. Alles wir klar, dann. Wir uns im Ausfall. Ja. Und es folgt die zweite Attacke in diesem Ausfall. Ja. Gleiches Schema. Ja. Wieder Finte 4. Und jetzt ist interessant, hat er selber BHK-2? Er hat ein Schwert, ein Tutsackmesser, dementsprechend. Ganz richtig, ist ganz egal, ob er BHK-2 hat, weil er ist ja nicht im BHK. Er ist nicht im BHK, genau. Er hat die Sonderfertigkeit bestimmt, aber er hat nur ein Schwert. Okay, gut. Also die Möglichkeiten, aus dem Ganzen rauszukommen, ist entweder, wenn bei mir eine Attacke misslingt, er kann gezielt ausweichen, er kann bei der Parade critten. Das sind so die Möglichkeiten. Und er kann stehen bleiben, wenn er eine Mutprobe plus 4 schafft. Mhm. Dann kassiert er den Schlag? Er darf parieren. Die Parade ist um 4 erschwert, weil immer die letzte Parade in einem Ausfall, egal wann die ist, um 4 erschwert ist. Gut, ich mache nochmal eine Meisterparade 2. Das ist dann nicht gelungen. Doch, eigentlich schon, weil der eine Meisterparade von. Oder kann man Meisterparade stacken? Weiß ich nicht. Jetzt ist wichtig, hat er nicht BHK-2, hat er Nein. defensiver Kampfstil? Ja, klar, okay. Er ist defensiv geskillt. Das heißt, du hast die 2er Erschwernis wieder berücksichtigt, oder? Und seine 2er Ansage?
Er hat eine 2, also du hast ihm eine Finte 4 reingehauen. Er ist auf der 22 minus 4 wäre genau die 18. Jetzt hatte ich noch eine 2er Meisterparade vom letzten Mal übrig und jetzt habe ich mir eine 2er Ansage wieder gegeben. Also wäre ich plus minus 0. Ja, pariert nochmal 2 Punkte erschwert, weil sie im BHK ist und er nicht. Ach so, dann nicht. Dann hast du getroffen. Okay. Okay, gut los. Du hast noch 9 Minuten 20 Sekunden. 9 Minuten 30 kannst du gerne kritten. 9 TP minus 3 sind 6. Okay. Dann hast du noch eine dritte Attacke. Bei Ausfall gibt es keine dritte Attacke. Beim Ausfall gibt es nicht. Er hat aber eine dritte, dann ist er jetzt auch im Prinzip... Auch er kriegt keine. Auch Ausfall kriegt entfallen keine. Sämtliche dritten Aktionen. Technik gesehen entfallen im Ausfall nur BHK-Aktionen. Da die dritte Aktion 4-2-Handwaffen im WDS aber nicht geregelt ist, müssen wir davon ausgehen, dass dem auch so ist, denn ansonsten funktioniert der Ausfall nicht mehr. Also ja. Wir hatten das Thema schon mal, und zwar es gibt zwei Optionen, wie man es quasi hausregeln könnte. Das eine ist, wir haben einfach beide keine dritte Aktion, solange Ausfall ist, oder wir würden den Ausfall einfach länger machen, also mit 3 Attacken und Paraden. Dann würfel ich jetzt mal die Mutprobe. Plus 4 hattest du gesagt, ne? 20. Das machst du, wenn er angreift. Also wenn sie angreift, nicht wenn er... Ja, gut. Alles, ja, okay. Also er bleibt auch nicht stehen, er lässt sich weiter zurückdrängen. Immer eine Aktion, hast du gesagt. Ein Schritt dann pro... Ja, dann muss er sehr ungünstig hier um diesen rumgehen. Du musst natürlich hinterherkommen. Ja, nächste Kampfrunde von dir. Wenn du sagst, es gibt keine dritte Aktion für ihn und auch für dich nicht, dann musst du wieder ansagen. Also ich sehe nicht den Mehrwert davon, dass wir den Ausfall 3 Aktionen lang machen. Also wir machen einfach 2 Aktionen und gleiches Recht für beide Seiten. Mhm. Ja, haben wir auch schon weiter. Ja, gut. Nächste Kampfrunde. Dann 5-4. Ja, er macht wieder Finte 4, Meisterparade 2. Das ist gelungen. Dann hat er 2 Punkte gut. Und du darfst wieder, wenn du willst. Mhm. Und wir gehen weiter zurück. Du solltest einen freien Schritt zur Seite tun, damit du ihn von dem Link schubsen kannst. Ja, das möchte ich. Denn glücklicherweise hat man ja mit mehr als 20 eh nie eine dritte freie Aktion, wenn der sowas geht. Ja. Er hat aber auch eine INI von 22, ne? Also er hat halt auch freie Aktion. Ja. Kann halt auch wieder... Ja, oh gut, macht einfach. Gut, weiter. Gut, gleiches Spiel. Zulamin kann die nächste Tacke machen. Finte 4, ne? Genau, plus die 2 Erschwernis, die einmal dabei ist. Ja, ich mache wieder eine Meisterparade, aber diesmal 4. 17, toll. Dann darfst du wieder Schaden machen. Mhm. Wieder 9. Wieder 9, wieder 6. Das sind 12 Schadenspunkte insgesamt. Ja, er versucht... willst du weitermachen? Ja. Ja, dann ich mach weiter. Bleibe noch im Ausfall. Jetzt hoffe ich auf deine 20. 4. Nicht jetzt. Meisterparade... 6. Oh, jetzt muss ich rechnen. Denk an die 4er Erschwernis. Ja. 6. Dann wieder nicht geschafft. 4er Erschwernis durch die Finte. Dann sind wir von der 22 auf die 18. Und dann ist das mit seiner Meisterparade 6. Ist das schon wieder drüber. Aber es kommt ja noch 2 Erschwernis. Ja, ja, kommen noch 2 drauf. Aber sowieso ja schon. Drauf, oder seine letzte Ansage, sowieso schon hat. Nicht. Genau, sowieso schon nicht geschafft. 8 minus 3. Rechnen 5. Ja, zahlreiche Schnitte, die schon seinen Körper zieren. Du siehst wohl unter seinem weißen Bart ein mildes Lächeln, während du ihn nach hinten in den Sumpf hineintreibst und er nickt dir freundlich und weise zu, während du ein weiteres Mal auf ihn einprügeln darfst. Wenn du ihn jetzt endlich kritten könntest, das wäre echt nice. Ich kritte zwar keine Sorge. Ich glaube, darauf müssen wir eher nicht warten. Das ist die 6. Aktion in diesem Ausfall. Mhm. Ich würfel nochmal eine Mutprobe. Wir haben tatsächlich noch Erschwernisse vergessen, aber macht nichts. Er dürfte jetzt stehen bleiben. Ja. Macht er dann jetzt auch. Er hat genug von deinem Ausfall. Okay, dann wird das jetzt ein bisschen kompliziert. Ich hätte meinen Ausfall jetzt nämlich eh beendet. Ja. Und zwar mit einem Niederwerfen. Gut. Würfel sonst schon mal deine Attacke.
Ansage für Niederwerfen ist plus 4 oder willst du noch mehr reinstecken? Ich würde die plus 4 nehmen, sonst läufst du Gefahr, dass du erst 18 würfelst und dich auf der letzten Aktion noch unglücklich aus dem Ausfall rausplatzt. Ja. Weil du bist immer noch im Ausfall, bis die letzte Aktion beendet ist, und ansonsten leidest du halt hier schon die Auswirkungen von unglücklich aus dem Ausfall rausgekommen, und das wollen wir ja nicht. Okay. Dann nehme ich nur die plus 4. Er hat aber trotzdem noch die 2er Erschwernis. Ja. Ich meine, ja, dann hat er einen Hammerschlag gemacht. Und die plus 4. Und die plus 6 von seiner letzten. Ich mache eine normale Parade und das schafft er nicht. 17 nicht gelungen. Gut, dann haben wir jetzt die Situation, dass das Niederwerfen gelungen ist. Ihm steht aber noch eine nicht erschwerte KK-Probe zu, ja, um auf den Beinen zu bleiben. 14 ist die KK-Probe, die würde gelingen. Erstmal muss er Schaden machen, denn der könnte in die KK-Probe reinspringen. Mhm. Außerdem verliert er ein W6 Inni. Ja. Ach klar, erstmal musst du Schaden machen, denn das kann eine Erschwernis für die KK-Probe sein, und wenn er hinfällt, verliert er 2 W6 Inni. Deswegen mach den erstmal. Okay. Jetzt weiter. Ja, ich hatte 9. keine Chance, mehr Schaden zu machen, als seine KK ist. Hättest du 6 würfeln können, hast du 4. Ja, okay. Die Würfel explodieren hier nicht. Falsches System. Ich merk's auch. Okay, damit bohrst du ihm deinen Säbel in sein Unterschenkel, und er streckt sein Tutsackmesser, lässt es einfach an seiner Hand runterbaumeln, bleibt dann an dem, ja, Gebamsel, was da drunten hängt, dann an seinem Arm auch hängen, aber er hat sich im Prinzip ergeben. Nickt dir zu, ihr seid würdig. Ulamin verbeugt sich vor ihm. Es war mir eine Ehre, mit euch zu streiten. Ich bin etwas eingerostet. Das macht der Sumpf. Ja, damit gibt er dir die Hand. Ja, ich stecke dieselbe weg und schüttle ihm respektvoll die Hand. Ihr seid wahrlich eine Meisterin. Ihr hattet einen anderen Meister. Woher kam er? Ich habe gegen den Boron-Heiligen Lucan Queseda gekämpft. Der blinde Schwertmeister. Ich habe verloren, aber ich habe viel von ihm gelernt. Er ist wahrlich ein Meister. Dann ist es nicht schade, dass ich verloren habe. Nein, und ich hoffe, eure Niederlage erfüllt euch mit Zuversicht, dass wir dieser Aufgabe gewachsen sind. Ich werde euch zu der Spur der Ahnen bringen. Wir haben weitere südlich von hier einige Stelen. Die führen euch noch weiter in den Sumpf hinein. Vor einigen Wochen war ein Pirat, ein Novadi, hier bei uns. Er hat sich diese Stele bereits angesehen und hat seinen Weg dann alleine geführt. Was ihm wohl nicht so gut bekommen ist, nach allem, was wir wissen. Wartet einen Moment, ich muss meine Wunden versorgen. Wenn ihr etwas braucht, wie Reis, dann sagt Bescheid. Ich werde euch versorgen. Von hier aus ist es eine halbe Tagesreise. Wir haben jetzt, er blickt einmal nach oben, die 16. Stunde. Wir würden also in der Nacht die Geburtsstätte erreichen. Das wäre nicht gut. Falls ihr morgen früh aufbrechen wollt, dann seid ihr in meinem Haus willkommen. Hab Dank für eure Gastfreundschaft. Ja, ich denke, es wird besser sein, wenn wir in der Morgenröte aufbrechen. Wir schauen uns heute noch die Stele an, und dann gehen wir morgen direkt dorthin, in den Sumpf. Gut, nehmt euch Zeit. Ich hoffe, ich habe nicht zu tief geschnitten. Nein. Er lächelt wieder milde und verschwindet dann in einem der Häuser. Unterhält sich dann relativ schnell in einem sehr harten tulamidischen Akzent, den ihr dann auch nicht verstehen könnt, trotz eurer guten Kenntnisse. Und dann seid ihr erstmal wieder alleine in Kragawar.
Zulamin geht zurück zu Rafim und wiegt so ein bisschen die Hüfte, so ein bisschen scherzhaft. Na, wie war ich? Ja, ihr wart gut, aber eher war mehr als enttäuschend. Ich hätte auch erwartet, dass es schwerer werden würde. Aber machen wir es ihm nicht zum Vorwurf. Ich glaube kaum, dass er hier angemessene Trainingspartner gefunden hat in den letzten Jahren. Ja, da mögt ihr recht haben. Aber ich sag es ja immer, das zweite Blut, das motiviert die Leute auch nicht. Wie weit ist es noch bis zu dem Tempel? Ich möchte hinzufügen, ohne deinen Schicksalspunkt wärst du nach der ersten Runde auch weg. Ich weiß, aber Raja liebt gut, mich. Gut, gut, ja, ich weiß, Raja liebt dich. Wie gesagt, wie weit ist es noch bis zum Tempel? Er sagte etwas von einem halben Tag und dass wir besser nicht nachts dort aufschlagen sollten, aber er möchte uns heute noch eine Stele zeigen. Der Akia war wohl auch dort. Wäre gut, nachts aufzutauchen, da ist der Geisterruf erleichtert. Dann funktioniert er überhaupt erst richtig. Wir wissen nicht, was dort noch alles herumfleucht und kriecht. Ich denke auch, am Tag ist es besser, einen Sumpf zu durchqueren. Was war dieses Dealer? Was ist da besonders? Dann zuckt die Achseln. Ich hab ihn nicht gefragt? Ich nehme an, das werden wir herausfinden. Nun, wahrscheinlich steht etwas drauf, eine Inschrift oder ein Bildnis oder so etwas. Nein, Abelmir, ich habe ihn nicht gefragt. Ich wollte dem Mann erst einmal Gelegenheit geben, seine Wunden zu verbinden. Nun gut. Ja, und während du das sagst, kannst du auch sehen, wie er wieder aus dem kleinen Haus wieder nach draußen kommt. Bindet sich da wohl gerade noch irgendwie eine Schlinge mit einigen Kräutern um den Arm und nickt euch dann zu. Sein Dudzak-Messer hat er wieder an seinem Gürtel und diese kleine Schlinge um sein Handgelenk wieder gelöst. Ja, wir können aufbrechen. Es ist nur einige Wege in den Sumpf hinein. Die Kragawana sind verschlossen. Ihr werdet hier sicherlich nicht auf viel Anerkennung stoßen. Eher eine Mauer aus Schweigen. Was diese Stele betrifft, wozu dient sie? Ich weiß es nicht. Sie markiert den unheiligen Ort. Folgt mir. Dorthin führen keine Straßen. Sie sind vor langer Zeit im Sumpf versunken, als wir das einmal versucht hatten. Aber der Sumpf hatte sie sich zurückgeholt. Das passiert ja mit vielem. Ich schließe aus euren Worten, dass ihr nicht aus diesem Dorf stammt. Nein. Seid ihr auf Maraskan gewesen? Ich war auch auf Maraskan. Damals mit Reto. Lange ist es her. Dürfte ich fragen, warum ihr hier seid? Denn ihr Wächter dieses Ortes, dieser Region? Ja, Pfarrer Mut hat mich darum gebeten. Er ist ein alter Freund. Nun gut, eine Erklärung ist so gut wie die andere. Passt auf die Sumpflöcher auf. Und die Irrlichter. Nun, ich hoffe, ihr fährt uns spüren, ohne dass wir in Sumpflöcher treten. Ja, er führt euch dann auch in Richtung Süden über die vielen Stege, die das ein oder andere Mal auch abgebrochen sind, wo ihr dann tatsächlich in den Morast hineintreten müsst, also auch eure Eitelkeit. Ist denn hier Genüge getan, möchte ich so meinen. Das Dorf ist gleich, also selbst die wenigen Häuser, die hier sind, die sehen alle irgendwie gleich aus. Immer irgendwelche Fischerhütten mit einem kleinen Steg vorne dran. Und mal auf dem offenen Morast, mal auf etwas festerem, erdreich möchte man meinen. Und er macht auch einen großen Bogen um die Hornechsen, die ihr dann erkennen könnt, was euch dann allerdings noch weiter knietief in den Sumpf hineinführt, sodass es dann eben auch relativ lange dauert. Die relativ kurze Strecke, wie viele Meter werden das sein? 100? 100 Meter in Richtung des einer großen Stele, zwei großer Stelen, könnt ihr dann euch hindurch warten,
wie gesagt, kniehoher Sumpf, viele Stechmücken, Irrlichter, die euch auch jetzt zu dieser Tageszeit schon umschweben, und ein toter Sumpfkrakenmolch, der hier wohl mit einigen Wunden von einem Tutsackmesser verwest. Er stinkt bestialisch, und wenn ihr dann an die Stelen herangetreten seid, könnt ihr auch erkennen, dass hier wohl ein großes Skelett diese ganzen Stelen umrahmt, von irgendeinem großen Wesen. Kann man einen Kopf oder irgendwie erkennen, was es für ein Wesen war? Nein, kannst du nicht. Also der Kopf ist versunken, sie gibt irgendwelche rippenförmigen Knochenstrukturen oder so etwas, was mal vielleicht ein Bein gewesen sein könnte, aber dir ist kein Tier bekannt, was so groß ist. Könnte man aus der Knochenlänge ableiten, wie groß das Tier ursprünglich vielleicht mal war? Vielleicht irgendwie ein Oberschenkelknochen beispielsweise. Ich habe Tierkunde, Drachen, Echsen, Spezialisierung. Kann ich drauf würfeln? Du kannst drauf würfeln, ja, glaube ich. Aber mit einer Erschwernis von 8, weil es kein Drache ist. Gut, also ich würfel einfach mal. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das auf der Karte ein menschliches Skelett ist, ja? Ja. Bis zu hängen.